So, hier haben wir den Fehler. Man drückt den Schlüssel rein, man möchte den Motor starten. Es passiert gar nichts. Man hört nicht den Anlasser, es passiert überhaupt nichts. Batteriespannung ist voll da. So, wir machen die Zündung an und gehen nach vorne. So, Batteriespannung beträgt 12,2 Volt circa. Hier ist unten der Anlasser. Die Anlasseranstörung ist nicht gegeben. Deswegen provisorisch ein Kabel zum Überbrücken. Wir versuchen das mal. So überbrückt man den Anlasser und der Motor springt an. Das heißt, die Anlasseranstörung ist nicht gegeben. So kann Kunde erstmal zur Werkstatt fahren.